السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آج میں Heute möchte ich von zwei Dienern der Jamaat berichten, die in den letzten Tagen verstorben sind. Unter denen ist einer Mukarram Bashir Ahmadran Rafiq Sahib und zweitens in Fazle Umar Hospital Frau Dr. Nusrat Jahan, die eine Ärztin war. Jeder Mensch, der auf diese Welt kommt, wird eines Tages diese Welt auch verlassen. Aber die glückseligen Menschen sind jene, denen Allah die Möglichkeit gibt, dem Glauben zu dienen und auch der Menschheit zu dienen. Bashir Ahmadran Rafiq Sahib war ein alter Khadim der Jamaat, Muballigh der Jamaat und hatte verschiedene Aufgaben und Verantwortungen inne, die er mit großer Bravour erledigte. Er ist am 11. Oktober 2016 im Alter von ungefähr 85 Jahren in London verstorben. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Er hatte in Punjab University sein BA gemacht und in der Jamiatul Mubashirin mit dem Shahid abgeschlossen. Diese Familie ist eine alte Ahmadi-Familie. Seine Mutter war Fatma Bibi, welche die Tochter von Maulvi Muhammad Ilyas Khan Sahib, Gefährte des Weißen Messias al-Islam, war. Sein Vater war Danishmand Khan Sahib. Er ist 1890 geboren und war ein sehr aufrichtiger Mensch, der Träume, Wahrträume und Kashf-Visionen sah. Bashir Rafiq Khan Sahib war gebürtiger Ahmadi. Sein Vater hatte im Jahre 1921 die Ahmadiyyat akzeptiert, weswegen er im Dorf auch verschiedener Feindschaften ausgesetzt war. Über seinen Vater hatte Hazrat Khalifatul Masih Rabbi rahmatullah einmal dem Bashir Ahmadran Sahib einen Brief geschrieben und gesagt, dass ihr Brief mich immer an ihren Vater erinnert und ich für ihn bete. Er war rein von Widerspruch zwischen Worten und Taten und ein wahrer Mensch, eine Quelle der Wahrheit. Das ist die Erhabenheit eines Ahmadis. Und
Er schrieb weiter, dass ich eine enge Bindung mit ihrem Vater hatte und für ihn bete. Möge Allah mit ihm barmherzig sein und seinen Kindern auch die Kraft geben, diese rechtschaffenen Dinge fortzuführen. Und seine Gebete mögen in Erfüllung gehen. Im Jahre 1956 heiratete er die Tochter von Abdulrahman Khan Sahib. Khan Amirullah Khan Sahib, Gefährte des Falschen Messias al-Islam, war der Großvater von ihr. Und er hat drei Söhne und drei Töchter hinterlassen. Im Jahre 1945 hatte Khan Sahib in Qadian an der Talim und Islam High College ist er beigetreten. Er war 14 Jahre alt. Und in jenen Tagen hatte Hazrat Muslim Maud in der Freitagsansprache die Jugendlichen der Jamaat dazu aufgerufen, ihr Leben für die Jamaat zu widmen. Und direkt nach dem Freitagsgebet gab es einige Jugendliche, die ihren Namen für Wakf vorlegten. Und er war einer dieser glückseligen Jugendlichen. Und es gab damals nicht ein solches System wie heute. Und Hazrat Muslim Maud erhielt von Hazrat Muslim Maud direkt einen Brief, dass sein Wakf akzeptiert wird. Und im Jahre 1947 blieb er in Qadian, um dort zu lernen. Und kurz vor der Teilung Indiens ging er an seinem Ort zurück nach dem Realschulabschluss. Als er das College aufnahm, sagte er, dass ich eines Tages auf einmal einen Brief von dem Privatsekretär erhielt und dort hieß es, dass er Muslim Maud sagte, es gab in Qadian einen Pashtun, Schüler, ich weiß nicht, wie sein Name ist und ob er verloren gegangen ist, dieser Name, wer ist es? Fragen Sie nach. Und wer war es im Jahre 1945, der Wakf gemacht hatte? Zufälligerweise kam dieser Brief zu ihm nach Hause und er schrieb, dass ich der Schüler war. Und Hazrat Khalifa Musi Sani, radiallahu anhu, befahl ihm, sofort nach Rabwa zu kommen. Und er sollte in Talim al-Islam College Lahore eintreten und dort BA machen. Hazrat Khalifa Musi Salih rahmatullah war der Principal damals von dieser Schule. Im Jahre 1953, als er für die Prüfung vorbereitete und sich vorbereitete, gab es auf einmal Unruhe gegen die Jamaat und er musste auch in dieser Situation seine Prüfung ablegen und das Ergebnis dieser Prüfung war, er meint, dass es sehr schlecht war und er schockiert war, weil er nicht bestanden hatte. Aber er sagt, dass ich auch die Sorge hatte, dass wenn ich nicht bestehen sollte, dann Allah hatte mir doch auch die Prüfung gezeigt und genau diese Prüfung kam auch. Vor der Prüfung hat er mir den Prüfungsbogen gezeigt, Allah. Und auch Hazrat Khalifa Musi Sani, radiallahu anhu, hatte gesagt, du wirst bestehen. Und er sagt, mein Glaube erschütterte deswegen. Und in den Zeitungen kam das Ergebnis. Und ich saß sehr niedergeschlagen. Mein Vater fragte, was ist passiert? Und ich nannte ihm den Grund. Und er sagte, es gibt keinen Grund zur Sorge, du sollst noch einmal die Prüfung ablegen, denn aufgrund der Unruhe konntest du nicht richtig dich vorbereiten in Punjab. Nach einigen Tagen sagte sein Vater, wann immer ich für dich bete, höre ich die Stimme, Bashir Ahmad hat bestanden, hat schon bestanden. Und als ich dann das Ergebnis sah, dann war er immer, ihm das Ergebnis zeigte, war er immer ruhig. Aber er sagte, dass er immer wieder die Stimme hörte, dass du bestanden hast. Eines Tages, zufälligerweise sagt er, kam ein Brief. Es gab viele Briefe, die kamen. Und ein Brief war von der Universität aus. Und als ich diesen Brief aufmachte, war ich erstaunt, dass die Universität sagte, wir haben einen Fehler gemacht und sie wurden als nicht bestanden ausgewählt, aber nachdem wir die Prüfungen gesehen haben, haben sie bestanden.
Und nach einigen Tagen ging ich zu Hazrat Khalifat Masih Sani, und erzählte ihm alles. Hazrat Khalifat Masih Sani sagte, ich hatte doch gesagt, dass ich nach den Gebeten schon von Allah die Nachricht erhalten hatte, dass du bestanden hast. Und ich hatte dir auch gesagt, dass du bestanden hast. Und dieses Ergebnis ist sehr klar und niemand kann die Aufgaben Gottes aufhalten. Wie kann es sein, dass Allah das mir gesagt hat und dass du dann nicht bestehst? Wie kann es sein, dass Allah, Hazrat Masih Sani und auch seinem Vater, diese Wahrträume gibt und sagt, dass er besteht und die Prüfung falsch wäre, dass er die Prüfung nicht bestanden hätte? Aber genau das passierte, was Allah prophezeit hatte. Dann befahl ihm Hazrat Muslim radiallahu ta'ala anhu, in die Jamia einzutreten und Shahid zu machen, und er sagte, es ist mein Wunsch, dass du für das Tabligh rausgeschickt wirst. Er sagt, dass unsere Klasse auch diese Ehre hatte in der Jamia, dass Hazrat Khalifat Masih Sani radiallahu ta'ala anhu selbst da war und uns verschiedene Wege zeigte, wie wir unser Wissen stärken können in verschiedenen Gebieten. Hazrat Khalifat Masih Sani radiallahu anhu machte insbesondere darauf aufmerksam, dass jeder Schüler eine Bibliothek haben sollte und selber Bücher kaufen sollte. Und das ist eine Sache, die jeder Jamia-Student immer machen sollte. Es gibt viele Jamiat und Waqfine Zindagi. Sie sollten ihre persönlichen Bibliotheken aufbauen. In den vergangenen Tagen gab es ein Murabbiyan-Meeting in London und ich sagte ihnen auch, dass die Murabbiyan ihre eigenen Bibliotheken haben sollten, nicht nur die Jamati-Bibliotheken. Sie sollten sich nicht nur auf die Jamati-Bibliotheken verlassen. Und er machte das Shahid in Jamiat al-Mubashirin und ging zum Wakalat al-Tabshir. Und Mirza Mubarak Ahmed Sahib war Wakil al-Tabshir. Er nahm mich zu dem zweiten Kalifen mit und er sagte, schickt ihn nach England. Dann sagt er, der Wakil al-Tabshir nahm mich mit wegen der Reise nach England und ich traf Hazrat Khalifat Masih Sani und er umarmte mich und er verabschiedete mich und ich ging nach England. Und in Bayt al-Fazl London wurde er als Naib-Imam eingesetzt und begann mit seinen Diensten. Er sagte im Jahre 1969, als ich nach England den meinen Weg 59 im Jahre 1959, als ich den Weg machte nach England, traf ich Maulana Jalaluddin Saib Shams und damit er mir einige Ratschläge gäbe, der auch in London gelebt hatte. Er gab mir einige Ratschläge und sagte, einen Ratschlag möchte ich hier geben, und zwar, und er sagte, ich habe sehr davon profitiert, von diesem Ratschlag. Er sagte, Shamsab sagte, ich war Muballigh in Syrien und durch mich Munirul Hassani Sahib nahm die Ahmadiyyat an. Ein alter Ahmadi, sehr aufrichtiger Ahmadi. Und danach gab es in Syrien die Verbreitung der Jamaat. Und er sagt, dass der Eifer des Dienstes immer weiter wuchs und Munirul Hassani Sahib war täglich nach dem Asr-Gebet in der Moschee im Missionshaus in Syrien damals. Damals gab es keine Verbote. Und Shamsab sagt, er bereitete immer Essen zu mir zu und bestand darauf, es mir zu geben, und wir aßen es beide abends. Einmal, als wir zum Essen saßen, sagte ich zu Munirul Hassani Sahib, heute ist viel Salz im Salen, in der Suppe. Man sollte in der Zukunft aufpassen. Er blieb ruhig und sagte, Maulana Sahib, Sie wissen doch, dass es viele Diener gibt bei mir zu Hause. Und wenn ich abends zu Hause bin, er war sehr reich, und er sagt selbst, meine Schuhe ziehen mir die Diener aus. Ich habe
zu Hause nicht einmal einen Tee gemacht. Und das Essen, das ich hier für sie zubereite, tue ich nur, um Gottes Wohlgefallen zu erhalten. Sonst, wie kann ich denn kochen? Ich kann überhaupt nicht kochen. Wenn ich es nicht richtig gewürzt habe, dann bitte ich sie um Verzeihung. Denn es ist gar nicht mein Fach zu kochen. Als er dies erzählte, sagte Maulvi Sham Sahib, dieses Ereignis hat mir die Lehre gegeben, dass wir, die Mubalighin, dass wir, wenn wir bedient werden von den Mitgliedern der Jamaat, dann nicht wegen unserer Person, sondern um das Wohlgefallen Allahs zu erhalten und weil sie die Jamaat lieben, die Jamaat Ahmadiyya lieben. Deswegen sollten wir immer vor Augen halten, dass egal wie viel jemand uns bedient, dass das eine Güteerweisung seinerseits für uns ist und wir haben kein Recht, wenn es irgendeinen Fehler gibt, dass wir irgendwie mit ihnen hart umgehen oder sie daran hindern. Es gab große Ereignisse, große Ereignisse und große Menschen mit großer Treue, die Allah der Jamaat des Vers Messias Islam gegeben hat und bis heute auch gibt, seit Beginn der Jamaat. Er sagt weiter, dass im Jahre 1964 Chaudhry Rehmat Khan Sahib, der Imam von der Londoner Moschee war, er war krank und er ging, musste nach Hause oder musste weg, und er wurde zum Imam der Baitul Fazl Moschee ernannt, Moschee Rafiq Sahib. Und 1960 hatte er The Muslim Herald, die Zeitschrift, gegründet. Das war anfangs zehnseitig. Er war selber auch der Chefredakteur und musste auch selber alles machen. Im Jahre 1962 hat aufgrund des Ratschlags von Sahib Saddam Mirza Bashir Ahmad Sahib er eine 15-tägige Zeitschrift Akhbari Ahmadiyya gegründet und er sagt, dass er der Gründer und auch der Chefredakteur dieser Zeitung war und auch regelmäßig Artikel dafür schrieb. Er war ein sehr großer Wissenschaftler, Mensch, der viel schrieb und Wissen hatte. Review of Religions hatte er auch als Chefredakteur betreut. Und Hazrat Khalif Masih Salis, Rahmatullah, hatte es von 1967 bis er hatte 8-mal Europa besucht und in 7 dieser Besuche war Maulana Bashir mit Rafiq Sahib im Kafla des dritten Kalifen mit dabei, 2-mal als Privatsekretär. Im Jahre 1970 kam er zurück nach Pakistan und war Privatsekretär des dritten Kalifen und 1971 wieder zurück nach London und war Imam wieder in London. Und im Jahre 1976 ging er mit Hazrat Khalif Masih Salis als Privatsekretär nach USA und Kanada. Noch dort hatte er die Möglichkeit mitzugehen. Und im Jahre 1978, im Mai 1978, hatte der dritte Kalif Konferenz der Brechung des Kreuzes teil und es gab große Arbeiten mit der Konferenz und mit den Komiteemitgliedern der Jamaat und es wurde sehr viel gearbeitet und er zeigte großes Mannschaftsgefühl und er leitete diese Arbeit. Im Jahre 1964 bis 70 und 71 bis 79 war er Imam Masjid Fazal London, Muslim Herald Gründer und Chefredakteur, Privatsekretär des dritten Kalifen 70 bis 71. Und November 85 war er Wakilut Divan Tehrik-e Jadid bis 87, Wakilut Tasnif Rabwa 82 bis 85, Additional Wakilut Tabshir Rabwa 83 bis 84, Additional Wakilut Tasnif London 87 bis 97, Editor Review of Religions 1983 bis 1985, Chairman Board of Editors Review of Religions 1988 bis 1995, Mitglied der Sadr Anjuman Ahmadiyya Pakistan 1971 bis 1985, Mitglied des Iftar-Komitee 71 bis 73, Mitglied vom Qaza-Board 1984 bis 1987 und ebenso hatte er auch einige weltliche Ämter inne.
Er war Mitglied und Vizepräsident von Rotary Club Wandsworth und Präsident Rotary Club 1968. Kam Liberia, der Präsident hatte der Präsident von Liberia ihn als Gast eingeladen und er wurde als Ehrenbürger von Liberia ernannt. Sein Sohn schreibt, dass er regelmäßig das Namaz Tahajjud verrichtete, ununterbrochen, und er betete für viele Personen mit Namen, dass er sie nicht vergessen würde, und machte viel Durud und erzählte uns von der Wichtigkeit der Chanda. Sein Bruder Karnal Nazir schreibt über ihn, als Hazrat Rimsi Sani ihn einlud, da hatte er in dem Law College schon Zugang bekommen. Und als der Brief von dem zweiten Kalifen zu seinem Vater kam, dass er ihn schicken solle, sagte er, ich kann, nachdem ich Jura studiert habe, der Jamaat besser dienen. Und Hazrat Rimsi Sani antwortete und sagte, wir brauchen religiöse Anwälte und nicht weltliche. Das, was sie in der Welt bekommen wollen, das alles wird Allah ihm durch den Glauben geben. Als der Vater diesen Brief an den Bruder gab, stellte er keine Frage und packte seine Sachen und ging nach Rabwa. Und schauen Sie, wie Allah auch diese Wörter in Erfüllung gehen ließ, denn wenn er ein weltlicher Anwalt wäre, dann wäre er nur ein weltlicher Anwalt, aber so bekam er auch weltliche Ehrenämter und auch religiöse Ämter. Und alles, was der zweite Kalif geschrieben hatte, ging aufgrund der Segnungen des Waqf in Erfüllung. Er bekam alles Respekt und Anerkennung und alles. Durch die Segnungen Allahs hat er eine sehr sehr gutes, erfülltes Leben verbracht. Er war herzkrank und es gab auch Hoffnungslosigkeit zu einer Zeit, aber Allah gab ihm neues Leben. Aufgrund dieser Krankheit war er auch schwach, aber er kam mit Regelmäßigkeit, schrieb er mir nicht nur Briefe und zeigte seine Treue, sondern überall, wo er erfuhr, dass ich irgendwo hingehe, kam er immer mit seinem Hilfsgerät. Ich habe ihm gesehen, dass er schwach war, aber immer zum Freitagsgebet kam und auch versuchte zu laufen. Möge Allah barmherzig sein und ihm vergeben und seine Ränge erhöhen und auch seinen Kindern die Kraft geben, mit Treue und Aufrichtigkeit mit der Jamaat verbunden zu bleiben und auf seinen Fußstapfen zu folgen. Zum Zweiten, wie ich gesagt habe, möchte ich über Dr. Nusrat Jahan Malik Sahiba berichten. Sie war die Tochter von Abdul Malik Khan Sahib. Am 11. Oktober 2016 ist sie in London verstorben. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sie lebte in Rabwa, aber war britische Staatsbürgerin und kam jedes Jahr hierher, um einmal ihr Fachwissen zu erhöhen. Sie ging in verschiedene Krankenhäuser, um sich weiterzubilden, und sie war auch krank und ließ sich auch behandeln, und deswegen war sie hier. Und nach der Jalsaslan in Großbritannien bekam sie eine Brustentzündung, die immer wuchs, und auch die Lungen arbeiteten nicht mehr. Aber Allah segnete sie und sie war wieder sehr gesund. Und die Ärzte waren auch voller Hoffnung, aber es bestand auch die Gefahr, dass so, wenn diese Entzündung noch einmal kommt, dass es schwierig ist, diese zu überleben. Aber Allahs Vorhersehung war es, dass auf einmal wieder eine Attacke kam und innerhalb von wenigen Stunden verstarb sie aufgrund dieser Krankheit. Sie wurde am 15. Oktober 1951 geboren in Karachi. Dr. Nusrat Jahan Sahibs Vater, Maulana Abdul Malik Khan Sahib,
war auch ein alter Diener der Jamaat. Er war der Sohn von Khan Zulfikar Ali Khan Sahib von Najibabad in UP, Uttar Pradesh. Und er hatte, der Großvater von Nusrat Jahan, Dr. Nusrat Jahan, hatte im Jahre 1900 mit dem Brief das Bett gemacht und im Jahre 1903 kam er zum verheißten Messias al-Islam und sah ihn und traf ihn. Hatte die Glückseligkeit, ihn zu treffen. Hazrat Khan Zulfikar Ali Khan Sahib Gor hatte gemäß dem Wunsch des verheißten Messias al-Islam seinen Sohn der Jamaat gewidmet und Waqf gemacht, obwohl er im Jahre 1911 geboren wurde. Maulana ging in die Madrasa Ahmadiyya und machte in der Punjab-Universität Maulvi Fazil 1932 und danach hatte er einen sehr guten Job gefunden. Aber Maulvi Abdul Malik Khan Sahibs Vater sagte ihm und schrieb ihm: Ich habe dir nicht diese Bildung gegeben, dass du weltlich dich weiterbildest. Einer sollte auch dem Glauben dienen. Und als er diesen Brief erhielt, trat er zurück und ging nach Gardian und nahm an der Mualemin-Klasse teil. Das war auch die Aufrichtigkeit von Dr. Nusrat Jahan, die sie hatte. Als sie in Großbritannien sich, nachdem sie MBBS in Pakistan machte und hier ihre Spezialisierung machte in England, wo immer sie ging, konnte sie hunderttausende Rupien jeden Tag verdienen, aber sie wollte dem Glauben dienen, sie wollte der Menschheit dienen. In Rabwa, in der kleinen Stadt von Rabwa, kam sie an und es gab die Notwendigkeit des Krankenhauses und sie erfüllte diese Notwendigkeit. Und das ganze Leben bis zum Ende diente sie selbstlos und diente so sehr, dass dies ein sehr extrem hoher, großer Dienst war. Über ihn haben viele Menschen mir ihre Gefühle geschrieben. Es ist schwierig, über alle zu reden. Einige werde ich erzählen. Sie hat eine Tochter, Aisha Nusrat. Sie ist in Großbritannien mit ihrem Ehemann und hat drei Kinder. Wie ich gesagt habe, Dr. Saiba hatte MBBS gemacht und in Fatma Jinnah Medical College und in Großbritannien RCOG und Gynäkologie und Royal College of Gynecologists hat sie studiert. Im Jahre 1985 begann sie in Fazlullah Hospital zu dienen und von 20. Februar bis heute diente sie dort. Und sie kam wegen ihrer Behandlung hierher. Sie war krank, wie ich gesagt habe. Sie hatte auch eine Krankheit in der Leber und am 5. April kam sie nach London und die Behandlung war, Alhamdulillah, sehr erfolgreich, aber sie bekam wieder eine Entzündung nach der Jalsa Salana. Und es schien, dass es wieder verheilen würde, aber auf einmal starb sie dann. Ihr Schwiegersohn, Maqbool Mubashir Sahib, sagt, dass sie sehr stark Allah vertraute und Gottesdienst errichtete, den Heiligen Koran liebte, das Khilafat liebte und sie gehorchte dem Khilafat mit großer Aufrichtigkeit. Sie war eine Frau, die viel Khidmat al-Khalq leistete. Das war ihre erste Priorität, der Menschheit zu dienen. Und das, was er hier erzählt, ich bin auch persönlich Zeuge davon. Das ist nicht übertrieben, sondern in der Tat sind es Sachen, die sie in ihrer Person besaß. Vor jeder Behandlung betete sie, sie gab jeden Tag Sadaqa und sie bat andere um Dua für die Genesung ihrer Patienten und sie behandelte sie auf ihre eigenen Kosten teilweise. Sie hatte auch einen großen Schmerz für das Geld der Jamaat. Sie versuchte immer, möglichst wenig zu spenden, der Jamaat auszugeben.
Und er sagt, dass er in Lahore arbeitet und fragte mich immer, wo ich die Sachen, welche Medikamente und welche Geräte ich wo kaufe. Und wenn es gut war, dann bestellte sie dies auch für das Fazlı Yomar Krankenhaus mit einem geringen Preis. Sie hat auch ihren Eltern sehr gedient, ist ihren Pflichten nachgegangen und hat auch ihren Eltern gedient. Und auch ihre eigene Krankheit hat sie mit großem Mut hier verbracht. Während der Krankheit war sie ungefähr 2 Monate im Krankenhaus und sagte immer, rezitiert den Heiligen Koran vor mir. Und sie ermahnte auch die Kinder, den Heiligen Koran zu rezitieren. Sie war immer glücklich, wenn jemand den Koran rezitierte und betete. Mubashir Sahib sagt, unsere Tochter, als sie 12 Jahre alt wurde, ermahnte sie die Tochter, ihren Kopf zu bedecken und erzählte über Hazrat Amajan und andere Besulgan in Form von Ereignissen. Erzählte sie dies den Kindern und sie selbst machte auch Barda. Wenn die Eltern und die Besulgan, die Älteren, ihre Kinder ermahnen und Ratschläge geben, dann sehen wir, dass die Mädchen auch dem folgen, sonst legen sie ihr Hijab ab, wenn man sie nicht ermahnt und wenn man sie dafür nicht motiviert. Dr. Majoka Sahib schreibt, dass Dr. Nusrat Jahan Sahib mit mir 18 Jahre lang dort diente und ich machte mein praktisches Jahr und kam zur Gynäkologie in Fazlı Yomar Krankenhaus und war Mitglied der Gynäkologie. Und meine ganze professionelle Laufbahn Training hat mir die Dr. Saiba gegeben und sie war sehr fähig und wir bekamen Rechtleitung in jeder Hinsicht. Sie war eine vollkommene Frau und hatte große Fähigkeiten. Sie war eine gehorsame Tochter und auch eine liebende Mutter. Sie war eine Lehrerin, eine disziplinierte Lehrerin und sie war auch eine Freundin, auch eine Gefährtin, liebevolle. Und sie war voller Aufrichtigkeit und Opfer. Sie hat für die Jamaat alles geopfert und ihr persönliches Leben geopfert. Sie hatte ganz andere Prioritäten als gewöhnliche Menschen. Sie sagte, dass sie 2 Kinder hatte, einmal ihre Tochter und zum anderen die Abteilung Gynäkologie. Und sie diente immer für den Fortschritt dieser Shoba und war immer für die Patienten da. Und vor allem die armen Jamaat-Diener besuchte sie und rief auch an und fragte nach ihrer Krankheit, wenn die Frau eines Dieners der Jamaat krank war. Sie liebte auch hatte große Liebe für ihre Mitarbeiterinnen. Wenn jemand mehr arbeiten musste wegen irgendeinem Patienten, dann schickte sie Essen von zu Hause und versuchte in jeder Hinsicht behilflich zu sein. Und das hat jeder geschrieben, dass sie eine enge Bindung zum Khilafat hatte. Und das ist auch die Realität. Sie hatte eine sehr enge und extrem hohe Bindung mit dem Khilafat. Sie sagt, seit dem letzten Jahr hatte sie mir viel gelehrt und hatte mir alles gezeigt und sagte, ich habe wenig Zeit und du, sie sagte immer zu mir, ich hatte nie mich darauf aufmerksam gemacht, ich wusste nie, was sie damit meint. Aber jetzt habe ich verstanden, sagt sie, dass sie wusste, dass sie vielleicht nicht überleben würde. Aufgrund ihrer Krankheit wusste sie das. Sie sagt, sie hat die Rabwa-Mitglieder verlassen, aber sie hat große Güte erwiesen den Mitgliedern der Rabwa und alle sind traurig. Und ich habe viele Briefe bekommen und sie haben alle sehr wahr geschrieben. Dr. Abdullahi Naim aus Ghana im Krankenhaus, sie schreibt, mich hat Dr. Nusrat Jahan erzogen und sie hat mir alles gelehrt. Und ich hatte auch per E-Mail und WhatsApp
immer Kontakt zu ihr. Und sie, wenn immer ich eine Frage hatte, beantwortete sie mir mit Liebe und Freude und sagte in jeder Hinsicht, dass du dem Kalifen der Zeit um Dua schreiben sollst. Sie sagt, wann immer sie arbeitete mit Dr. Saiba, sah sie, dass sie sich um kleine Dinge auch kümmerte. Und sobald sie Licht sah, machte sie das Licht aus, damit das Geld nicht verschwendet würde. Und sie sagte, dass man die Ehe immer halten sollte. Die Blutsverwandtschaft geht nie verloren. Aber wenn die Verwandtschaft zwischen Mann und Frau nicht bleibt, dann bleibt nichts. Und sie hat ein Rezept dafür, dass man immer liebevoll ist und jedes Ehepaar sollte dem folgen. Sie sagt, vor der Krankheit, als sie mich anrief, bevor sie nach London im Krankenhaus eingeliefert wurde, sagte sie, dass es einen neuen Gynäkologie-Saal gibt. Ich weiß nicht, ob ich das sehen werde, aber bitten Sie Nazir Allah Sahib, dies zu öffnen, denn die Arbeit bleibt nicht stehen wegen Personen. Dr. Nuri Sahib bin Rabwa, der in Charge von Tahirat, sagt, dass seit mehr als 9 Jahren im Zubeda Wing und Tahirat habe ich mit ihr gearbeitet und sie hatte solche Eigenschaften, die heute sehr wenige Ärzte haben. Sie war sehr rechtschaffen, hatte hohe Werte, war gottesfürchtig, hohe moralische Werte hatte sie, betete für ihre Patientinnen und machte Parda und hatte ein großes Wissen über den Heiligen Koran und folgte dem Vorbild des verheißten Messias, des Heiligen Propheten Sallallahu Alaihi Wasallam und des verheißten Messias. Und in Parda hat sie hier in London gelernt und auch in ihren Krankenhäusern, als sie hier kam, hatte sie immer Niqab an und hatte das vollständige Burka an und hat kein Minderwertigkeitsgefühl gehabt und hat in Parda alles gemacht. Deswegen jene Mädchen, die den Vorwand haben, dass sie in Parda nicht arbeiten können, sie war ein Vorbild für diese Mädchen. Und sie sagt, dass sie eine große Fach, dass sie in ihrem Fach sehr gut war und immer an ihrem Wissen arbeitete und dieses Wissen erhöhte. Und während ihrer Arbeit hat sie niemals hat sie immer Opfer erbracht und sie hat manchmal viele Stunden gearbeitet ununterbrochen und sie hat einmal die ganze Nacht an einem Fall gearbeitet und zeigte, und die Patienten hatten großes Vertrauen in ihr und sie folgte immer den Regeln und war immer sehr aufrichtig in ihren Pflichten und viele schrieben mir auch, dass sie hart ist. Sie war hart wegen der Prinzipien, aber ihr Herz war sehr weich. Sie hatte war sehr gütig und eine arme Frau erzählte einmal, dass Dr. Saiba ihre Arbeit tat und nach Hause ging, als sie mich sah und ihre Hand auf mich legte und nach meiner Krankheit fragte und dann wegging. Und sie hatte auch eine sehr gute Art der Rede und auch ihr Vater war ein großer Redner, Abdul Malik Khan Sahib. Vor Zia Shamim Sahib, Sadr Lajna Lahore, erzählte Dr. Nuri Sahib, dass wenn man sie einlud nach Lahore, hatte sie eine tiefe Wirkung auf die Menschen, wenn sie redete. Und sie redete immer über das Khilafat, über die Ahmadiyyat und über die Segnungen Gottes. Und man sah in ihrer Rede immer Abdul Malik Khan Sahib, ihren Vater. Sie hatte eine sehr aufrichtige Bindung mit dem Khilafat und auch in Seminaren und Meetings und überall
zitierte die Zitate des Kalifen der Zeit. Und ihre Bindung zum Khilafat war nicht nur auf Worten beschränkt, sondern auch durch Taten zeigte sie diese. Muhammad Ahmad Ashraf Sahib schreibt auch, sie war ein Vorbild und sie hatte ihr auch wegen der Behandlung eines Patienten eine Entscheidung getroffen wurde, dann war oft ihre Entscheidung die richtige und sie hatte volle Kontrolle über ihre Abteilung und war sehr direkt in ihren Anweisungen und hatte auch alle hatten auch Ehrfurcht vor ihr, aber sie liebten sie auch und sie nahm an ihren Sorgen teil, an ihren Freuden teil und der Kreis ihrer Güte war nicht nur beschränkt auf das Krankenhaus und auf die Patienten, sondern auch auf die Familien der Angehörigen der Patienten und der Mitarbeiter. Und sie bediente denen, die Hilfe brauchten. Dr. Saib sagt, dass sie immer die wichtigen Dinge aufbewahrte im Archiv. Und gemäß meinem Wissen schreibt er, dass die Gynäkologieabteilung am besten aufgehoben ist, das Archiv der Shoba. Fuzail Ayaz Saib, ein Murabi Saib, schreibt, sie war sehr schmerzerfüllt und als ich in Jamia Ahmadiyya diente, kam ich nach Rabwa mit meiner Familie, mit Tochter und Frau und als wegen irgendeinem Problem meine Familie behandelt wurde, war sie sehr gütig während der Behandlung und aufgrund der Frau eines Waqf-e-Zindagis, schreibt er, waren meine Kinder und meine Frau immer genossen ihre Güte. Er sagt, wir haben drei Töchter und einen Sohn, die in Fazli Umar Hospital geboren wurden. Er sagt, immer haben wir gesehen, dass sie sich mehr Sorgen macht um uns als um sich selbst. Und als ich vier Töchter bekam, sagt er, die dritte ist drei Töchter und einen Sohn hat er gehabt und seine dritte Tochter, die nur 4 Jahre alt war damals, ging zu ihr nach Hause und sagte, geben Sie uns auch einen Bruder und sie sagte liebevoll, bitte Allah darum, dass Allah euch einen Bruder gibt und als die Frau wieder schwanger wurde, betete Dr. Saiba auch und Hazrat Khalid Musi Rabbi Rahmatullah wurde auch im Dua gebeten und sie sagte jedem, dass sie für sie beten sollen und Allah segnete sie mit einem Sohn. Sie nahm von mir zu Hause meine Tochter mit und sagte, schau, du hast einen Bruder bekommen und in ihrem eigenen Auto ließ sie dann meine Frau auch zu mir nach Hause ab. Auch viele Nicht-Ahmadis kamen zu ihr. Sie sagt, dass einmal ein Maulvi Sahib von Chiniot zu mir kam und seine Frau, er bekam keine Kinder, seine Frau wurde nicht schwanger und Allah segnete die Behandlung und sie wurde auch schwanger und der Maulvi Sahib war 9 Monate lang unter meiner Kontrolle und ich machte Tabligh und hatte keine Angst. Daher Nadim Sahib vom Arabisch des gesagt, dass Dr. Saiba auf Gebete vertraute, mehr als auf Medikamente. Und meine Frau war noch dort, ich war in London und es gab eine Operation meiner Frau und es bestand eine Gefahr. Und Dr. Saiba selber sagte uns, dass ich Gott anflehte und betete, O Allah, das ist die Frau eines Waqf-e-Zindagi, ihr Mann arbeitet für dich, segne sie. Und Allah segnete sie so sehr, dass diese Blutung
aufhörte und man keine Operation benötigte. Sie war gastfreundlich und Nadim Sahib schreibt, dass während der Sendung Hawarul Mubashir, wenn die Araber kommen, in dem Gästehaus 53 war sie dort und auch die arabischen Gäste waren da. Und er sagt, dass sie mit ihrer Tochter Brate machte in der Küche. Und sie sagte, diese Araber, die in Hawarul Mubashir teilnehmen, ich wollte, dass sie, da sie dem Glauben dienen, dass ich mit meinen eigenen Händen ihnen Brate gebe und auch in diesem Dschihad teilnehme. An diesem Dschihad teilnehme. Mubashir Yaad Sahib, Principal von Jamia Ahmadiyya, schreibt über ihre Parda, dass unsere Dr. Sahiba im Burka die beste Parda aufwies und wie Soldaten rannte, die Frauen, die das Parda als Hindernis sehen, sie war ein großes Vorbild für sie und arbeitete den ganzen Tag und war immer sehr aktiv und zeigte nie, dass sie erschöpft war. Dr. Sultan Mubashir Sahib sagt, dass in den dort, wo wir in Sadr Anjuman Ahmadiyya lebten, in der Siedlung, lebte sie auch. Und damals in Dabwa, früher, war es so, dass man immer sehr einander besuchte. Und Molana, er ist der Sohn von Molana Dost Mohammad Bashir Sahib und Molana Abdul Khan Sahib und Dost Mohammad Bashir Sahib waren Freunde. Und da Malik Khan Sahib keinen Sohn hatte, sagte und nicht dort vorhanden, nicht dort da war, sagte der Vater von Dr. Bashir Sahib, sagte zu seinem Sohn, dass er sie besuchen solle und schauen solle, ob sie etwas brauchen. Und deswegen waren wir sehr miteinander gut, hatten Kontakt und ich fragte immer, wie es ihr geht und wir waren Kollegen im Krankenhaus und wann immer ich etwas für sie tat, war sie immer so dankbar, dass sie sehr diesen Dank äußerte und Geschenke für meine Frau und meine Kinder gab. Und die Abteilung Gynäkologie wurde modernisiert durch sie und jedes Jahr ging sie nach England, um sich dort Wissen anzueignen und diese Abteilung zu verbessern. Sie kam auf eigene Kosten, nicht auf Jamaat-Kosten und nahm auch Maschinen und neue Geräte mit. Zubaydah Bani Wing mit einem neuen Operationssaal wurde gegründet und sie nahm daran teil, aber sie konnte das selber nicht verwenden. Möge Allah den Ärzten dort nur die Kraft geben, das richtig zu verwenden. Und er sagt, dass die Abteilung mit einem Zimmer begann, in Fazl-i Umar Krankenhaus. Die Gynäkologie war in einem Zimmer und heute haben wir einen ganzen Wing dort. Und Dr. Nusrat Jahan und ihr Eifer, ihre Bemühungen ist ein Grund dafür. Eine Krankenschwester Jamila Sahiba schreibt, dass sie sehr traurig ist über den Tod von Dr. Sahiba. Dr. Sahiba war eine sehr gute Ärztin, die uns immer liebte, wie Kinder. Und wann immer ein Patient kam, der arm war, ihm gab sie Medikamente von sich aus, ohne Kosten. Eine andere Krankenschwester, Musarrat Sahiba, schreibt, dass sie eine sehr gütige Lehrerin war und eine große Ärztin. Ich habe 31 Jahre lang mit ihr gearbeitet und sie liebte uns und liebte die Kinder und die Patienten und empfand ihren Schmerz als ihren eigenen Schmerz und mahnte uns zu dem Dienst an die Menschheit auf und mahnte uns, dem Khilafat zu dienen.
eine Patientin schreibt, dass sie einmal mich behandelte. Und aufgrund, da ich die Frau eines Wakfusingi war, schaute sie immer nach und sie wollte Ultraschall machen. Und sie sagte, dass mein Ultraschall gemacht werden soll und es gab viel Stau. Es gab einen Stuhl, wo eine alte Frau saß. Die Assistentin wollte diese alte Frau, weil Dr. Saib sie geschickt hatte, sie wegschicken. Aber sie hörte von hinten, nein, nimm einen anderen Stuhl. Und die Dr. Saib holte selbst einen Stuhl, damit die andere alte Frau, die arm war, nicht das Gefühl bekommt, dass sie da weggeschickt wurde, weil Patienten alle gleich sind. Aber auf der anderen Seite muss man auch je nach Situation schauen, dass sie auch einen Platz zum Sitzen bekommt. Deswegen nahm sie selbst einen Stuhl und setzte ihre Patientin da drauf. Ein anderer Dr. Cyber schreibt, dass sie ein großes Ehrgefühl für die Jamaat besaß, dass sie das Khilafat liebte und auch ihre Kolleginnen dazu ermahnte, dem Kalifen der Zeit immer wieder um Gebete zu schreiben und für jede Aufgabe, wann immer man für Dua schrieb, sagte sie, wann immer sie einen Brief an Husu schrieb, bat sie auch um Dua für uns. Und sie sagt, als ihre Antwort kam, dann verlas sie immer die Antwort und hatte in den Augen eine große Freude, die man auch an ihrer Stimme ablesen konnte und auch an ihren Augen. Sie sagt, sie war ein Mittel für die Stärkung unseres Glaubens und hatte ihr Leben für die Jamaat gewidmet und hatte nicht nur Finanzen geopfert und Geld geopfert, sondern gab auch Beispiele ihres eigenen Lebens, was es bedeutet, Wakf zu sein, und motivierte uns zum Wakf. Durch die Arbeit mit ihr lebte der Glaube in uns auf und der Geist des Opferns und des Dienens wachte auf. Und Abid Khan Sahib, unser Press in Charge, hat mir geschrieben, dass sie ihm einmal sagte, dass wenn der Kalif der Zeit auch etwas nebenbei sagt, auch wenn es kein Gebot ist, kein Befehl ist, denke ich, dass das ein Befehl ist und versuche, dies zu tun. Das ist die Treue und die Gehorsamkeit, die in ihr war. Es gibt viele weitere Leute, die geschrieben haben, es ist schwierig, alles zu erzählen. Einmal schreibt mir eine Frau schrieb, dass sie hinter dem Krankenhaus wohnt, im Haus, und sie ging zum Lajna-Büro wegen einer Lajna-Arbeit und sie fragte mich, wo ich hingehe, und ich sagte, dass ich zum Lajna-Büro gehe. Und da sagte sie zu ihrem Fahrer, schick sie erst zu dem Lajna-Büro, weil sie für eine Jamaat-Arbeit geht, und ich verwende das Jamaat-Auto nur für Jamaat-Aufgaben, sagte sie. Ihre Tochter Nudrat Aisha selber sagt, meine Mutter war eine vorbildliche Mutter, die uns liebte, und sie betete für mich und für meine Kinder. Wann immer wir eine Schwierigkeit hatten, riefen wir Mutter an und waren sorglos, und durch die Segnung Gottes wurden diese Dinge vereinfacht durch Gott, und sie sagte, ich soll Sajda Shukr machen und Gott danken. Und sie erzog mich und hatte so viel Geduld, dass sie als Mutter und als Vater eigentlich mich erzog. Und wann immer sie das Gefühl hatte, dass sie ihrer Tochter nicht so viel Zeit gibt, sagte sie, ich kann ihr zwar nicht so viel Zeit geben, aber das, was ich für die Menschheit
getan habe, das ist viel wertvoller. Möge Allah die Aufgaben meiner Kinder selbst erledigen. Sie sagte, dein Großvater hat zwei Dinge uns ermahnt. Einmal Gott zu vertrauen und zweitens die Bindung zum Khilafat. Und das ermahne ich euch. Ihr sollt immer Gott vertrauen und euch mit dem Khilafat verbinden. Sie sagt, dass sie das Khilafat liebte und als sie krank wurde und sie las den Heiligen Koran und ließ mich den Heiligen Koran rezitieren und sagte zu mir, ich schrieb mir auf, dass ich immer wieder den Kalifen der Zeit um Dua beten soll. Sie sagt, ich habe meine Mutter sehr aufrichtig und für den Dienst der Jamaat sehr aufrichtig gesehen. Im Fazl Umar Krankenhaus begann ihre Arbeit in einem kleinen Raum. Auf der einen Seite war eine Couch und auf der anderen Seite ein kleiner Stuhl. Und durch ihre Gebete sind erstens dann Wards entstanden, dann Gebäude entstanden für die Gynäkologie. Und das hat ihre ganze Mannschaft sehr erfolgreich zu einem Unit gemacht. Sie ging selber nach Lahore und Faisalabad, um Geräte zu kaufen. Und auch ich begleitete sie bei den Reisen. Und sie versuchte immer, das Geld der Jamaat zu sparen. Sie sagt, dass einmal meine Tochter Alia für 15 Tage in Rabwa war. Auch sie beteiligte sie an dem Tippen und weil sie schnell tippen konnte und sagte, es ist eine Glückseligkeit, der Jamaat zu dienen und du sollst dabei sein. Sie war so sehr in ihrer Arbeit beschäftigt, dass auch wenn sie den Namen ihres Krankenhauses hörte, dass sie immer erfreut war und auch als sie im Krankenhaus sagte sie, wie die Geräte heißen und die Krankenschwestern fragten mich, was sie denn sagt. Und sie hatte ein großes Vertrauen auf Gott, auch in der Krankheit. Sie konnte nicht reden in den letzten Tagen. Als man eine Sprechhilfe installierte, sagte sie, meine Tochter, vertraue auf Gott. Und wenn ich weinte, zeigte sie und sagte, ich könnte geben, ihre einzigen Tochter. Und das, was ihre Mutter ihr angeraten hat, und die Erwartungen, möge Allah ihr die Kraft geben, dass sie diesen Erwartungen gerecht wird. Möge Allah ihre Tochter und auch ihre Kinder weiter segnen und auch die Ränge der Verstorbenen erhöhen. Und dem Fazl Umar Krankenhaus immer aufrichtige Diener, Dienerinnen, die ihre Aufgabe richtig erfüllen, mit Treue zur Jamaat erfüllen und die gehorsam zum Kalifen sind, möge Allah solche Ärztinnen dem Krankenhaus geben und auch die, die dort arbeiten, möge Allah sie stets voranschreiten lassen in dieser Aufgabe. Nach dem Freitagsgebet werde ich Namaz-e Janaza Raib von beiden verrichten. Alhamdulillah, nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'uzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل
العدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.